und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Video über die Ring Video Doorbell 2. Ja, die Klingel selber, die habe ich mittlerweile montiert und in diesem Video möchte ich mal zeigen, wie ich das gemacht habe und worauf man dabei achten muss. Los geht's! Ich bin bei der Installation ganz grob der Anleitung gefolgt. Ich habe zunächst mal hier die Installationshöhe geprüft. Die muss so etwa 1,20 Meter über dem Boden sein, denn die Kamera hat zwar ein großes Sichtfeld, aber nur einen relativ schmalen Bereich, in dem Bewegungen erfasst werden, damit eben nicht jeder Vogel eine Meldung auslöst, der über den Himmel fliegt sozusagen. Und das habe ich geprüft bei mir und auch entsprechend konfiguriert. Das habe ich ja euch in dem Video zum Thema Einrichtung auch schon gezeigt. Ja, dann geht es als nächstes daran zu prüfen, was hat man installiert eigentlich, welche Klingelanlage hat man installiert, möchte man die alte Klingel komplett ersetzen. Das wollte ich, die wollte ich komplett ersetzen durch die Ring Video Doorbell. Ein ganz wichtiger Punkt ist dann zu prüfen, was habe ich denn eigentlich für eine Anlage installiert. Habe ich eine analoge Klingel oder eine digitale? Das habe ich mir angeschaut bei mir. Meine ist analog mit noch einer Glocke quasi drin, die angeschlagen wird sozusagen. Es gibt aber auch digitale Türklingeln, die eine Melodie spielen. Und wenn ihr sowas habt, dann muss hier eine Diode verbaut werden. Hier in der Anleitung ist das erklärt. Und ja, die Diode, die wird ja auch mitgeliefert. Dann habe ich als nächstes geprüft, was habe ich verbaut, habe ich einen Klingeltrafo verbaut und wie ist da die Stromversorgung. Ich habe dann die alte Klingel heruntergenommen und da waren natürlich zwei Anschlüsse dran. Die habe ich dann mit Multimeter mal durchgemessen und geprüft, was liegt da für ein Strom an. Denn, und das ist dann hier in der Anleitung ein bisschen später wichtig, ich wollte die Ring Video Doorbell auch mit dem Klingeltrafo verbinden. Und dafür muss eben eine bestimmte Spannung da sein. Ich glaube 8 bis 24 Volt Wechselstrom, die müssen da sein. Und das habe ich eben entsprechend geprüft. Und das war bei mir der Fall. Ich glaube, ich habe 19 Volt oder sowas Wechselspannung gehabt und damit war das alles in Ordnung. Im nächsten Schritt ging es für mich dann darum zu prüfen, wie will ich die Kamera genau montieren. Man kann die Ring Video Doorbell einfach quasi selbst an die Wand dübeln. Das wollte ich aber nicht machen, ganz einfach, weil die im 90 Grad Winkel quasi zur Haustür ist und weil man dann eben nur die Seite sehen würde. Deswegen wollte ich schon ja so ein bisschen die leicht anschrägen und da ist einfach hier so ein Corner Mount schon mit dabei. Den kann man montieren. Und ich hatte mir ja auch noch bestellt die etwas größere Geschichte, um halt noch größere Winkel zu erzeugen und diese quasi dann zu nutzen, um halt eben noch mehr ja, zu sehen. Und ich habe das einfach mal ausprobiert. Das heißt, ich habe die Kamera einmal geklingelt, habe mal auf dem Handy das angenommen und habe dann geschaut, wie ist das Bild, was sieht man, wenn man zum einen die Kamera mit dem regulären mitgelieferten Corner Mount nutzt und zum anderen mit dem zusätzlichen Rotary Angle Mount, also diesem etwas größeren, habe das ausprobiert und habe für mich festgestellt, mir reicht im Prinzip der mitgelieferte Corner Mount völlig aus. Viel mehr Winkel würde nicht viel bringen, einfach weil die Kamera auch sehr weitwinklig ist und dann quasi die Rückseite von meinem Briefkasten filmen würde. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, nur den Corner Mount zu montieren und hier auf diesen etwas größeren dann komplett zu verzichten. Dann habe ich den Corner Mount Solo einfach mal dran gehalten an die Position, wo die Klingel hin soll. Hat man geprüft, wie kann ich das am besten anbringen, sodass da nicht zu viel zerstört wird, wenn ich da rumbohre. Und habe mir die Punkte eben mit dem Edding einfach mal so kurz an die Wand angezeichnet. Das Corner Mount, das wird im Prinzip mit zwei Dübeln, mit zwei Schrauben befestigt. Das seht ihr auch hier in der Anleitung nochmal. Und den Bohrer, den man dafür braucht, und auch die Schrauben und die Dübel, das wird ja alles mitgeliefert. Das heißt, ich habe hier den Bohrer auch benutzt, habe dann einfach in die Wand reingebohrt, die Löcher reingebohrt und schließlich
dann zu guter Letzt die Dübel, die mitgelieferten Dübel, da reingesetzt. Irgendwer hatte in den Kommentaren mal gesagt, dass die Qualität der Dübel nicht so wirklich toll ist. Ja, das ist sicherlich richtig. Das sind natürlich keine super tollen Dübel. Wer will, der kann die ja austauschen. Mir persönlich hat es allerdings gereicht. Das ist nachher sicherlich so fest, dass sie nicht aus der Wand rausfallen. Und wenn sich das irgendwann lösen sollte, dann kann man ja immer noch mal bessere Dübel einsetzen. Im nächsten Schritt habe ich dann den Corner Mount mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigt und halt festgeschraubt. Ja, und als das dann geschehen war, habe ich dann als nächstes die Ring Video Doorbell verdrahtet. Ihr seht es hier in der Zeichnung. Man wird die Klingeldrähte, die werden hinten einfach festgemacht. Es gibt noch die alternative Möglichkeit, hier Verlängerungen zu nutzen, die ja auch mit dabei sind, und solche Verbindungshütchen. Darauf habe ich aber verzichtet. Das brauchte ich bei mir nicht. Das hat bei mir alles wunderbar gepasst. Da ich ja eine analoge Klingel habe, brauchte ich auch nicht diese Diode zu verbauen. Das, wie gesagt, nur wenn ihr eine digitale Türklingel habt, die so eine Melodie abspielt, was bei mir allerdings nicht der Fall ist. Deswegen habe ich ganz klassisch hier verdrahtet, einfach nur das dann hinten mit dem mitgelieferten Schraubenzieher festgeschraubt. Ja, und dann funktionierte die Klingel im Prinzip auch schon. Bevor ich dann mit dem finalen Festschrauben begonnen habe, habe ich nochmal die Ausrichtung überprüft. Es gibt die Möglichkeit, das hier mit dieser Mini-Wasserwaage zu machen. Mir war das aber zum einen so ein bisschen zu ungenau, und zum anderen habe ich mir gedacht, es nützt ja nichts, wenn es waagerecht eingesetzt ist. Ich muss ein gutes Bild haben. Deswegen habe ich nochmal das Smartphone angemacht, nochmal geklingelt und dann auch nochmal auf dem Videobild quasi überprüft, wie ist es denn für mich persönlich am besten, wie ist es schön gerade, und habe dann entsprechend angefangen, alles festzuschrauben. Zuerst einmal den Corner Mount, den mitgelieferten, den komplett festgeschraubt, und dann eben ja die Ring Video Doorbell selbst dann festgeschraubt an diesem Corner Mount. Dazu werden 4 Befestigungsschrauben benötigt. Die sind ja mit dabei. Die ganzen Schrauben braucht man sich nicht drum zu kümmern. Und die werden dann einfach der Reihe nach festgeschraubt. 2 an einer Seite und 2 an der anderen Seite. Und dann sitzt die Klingel im Prinzip fest schon an der Wand. Zu guter Letzt muss man sich dann nur noch entscheiden, welche der beiden mitgelieferten Blenden man nutzt. Es ist ja eine silberne und eine dunkelbraune dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich letzten Endes für die silberne entschieden, obwohl eine dunkle bei mir sicherlich besser gepasst hätte. Aber ich hätte mir lieber eine dunkelgraue gewünscht und nicht eine dunkelbraune. Von daher habe ich mich dann letzten Endes für das Silber entschieden. Muss ich mich mal umschauen, vielleicht gibt es ja da noch Alternativen, farbliche Alternativen, die man da auch noch anbringen kann. Ja, wenn dann die Blende aufgesetzt ist, dann muss als allerletztes die entsprechend noch mit einer Sicherheitsschraube festgemacht werden. Die Sicherheitsschraube, die ist in diesem kleinen Beutelchen drin, was in der Kamera selbst steckte, als wir die auseinandergenommen haben zum allerersten Mal. Und festgeschraubt wird das dann mit dem mitgelieferten Schraubenzieher. Aber aufgepasst, man muss da einmal das oben herausziehen und einmal umdrehen. Und da hat man dann quasi den passenden Schraubenzieher, um diese ganze Sicherheitsschraube dann festzuschrauben. Soweit die Montage der Ring Video Doorbell 2. Die ist jetzt schon ein paar Tage bei mir im Einsatz und bisher funktioniert alles einwandfrei. Anfangs hatte ich so ein bisschen Sorge, was die Benachrichtigungen angeht, dass ich da so ein bisschen zugespammt werde mit Benachrichtigungen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Das funktioniert im Gegenteil eigentlich sehr gut. Ich bekomme nur Meldungen, wenn direkt jemand vor der Tür steht, der Postbote zum Beispiel, der die Briefe einwirft. Ja, ansonsten funktioniert auch alles wie gewohnt. Meine Erfahrungen bisher sind wirklich top. Die normale Haustürklingel funktioniert weiterhin. Ich bekomme Meldungen hier aufs Smartphone. Ich habe auch schon bei meiner Familie das eingerichtet auf dem Smartphone. Auch das funktioniert, dass die entsprechende Meldungen bekommen. Man muss sie dann einladen. Die können das dann bestätigen und können dann ebenfalls in vollem Umfang auf die Klingel zugreifen. Also auch das funktioniert bisher einwandfrei. Auch eine Anbindung an Alexa.
Alexa ist mir geglückt. Da ist es allerdings so, dass das zumindest bei mir derzeit nur funktioniert, wenn tatsächlich jemand klingelt. Dann kann ich sagen, Alexa, zeige Haustür. Und dann kriege ich im Prinzip eine Videoverbindung, so wie ich jetzt hier auch auf dem Smartphone, und kann dann mit demjenigen sprechen. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, zeige mir die Haustür, wenn dann niemand vorher geklingelt hat. Das hätte ich mir zum Beispiel noch gewünscht, aber vielleicht kommt das ja noch in Zukunft. Ja, apropos Zukunft, was ich auch noch nicht, natürlich noch nicht ausführlich testen konnte, einfach weil der Testzeitraum noch nicht rum ist, welche Funktionen nachher kostenpflichtig sind und welche nicht. Ich denke mal, die grundsätzlichen Funktionen, die werden nach wie vor natürlich kostenlos sein, aber es gibt ja da nach 30 Tagen Testzeitraum diesen kostenpflichtigen Plan. Das werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen, überlegen, ob ich das brauche und nutzen kann. Und ja, vielleicht werde ich dann noch mal so ein Folgevideo in einem halben Jahr machen oder so und über meine Langzeiterfahrung mit der Klingel berichten. Wenn euch meine Videoserie bis hierhin schon mal gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter, und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert auf jeden Fall noch den Kanal und vergesst auch nicht, auf die Glocke zu drücken, damit ihr über die kommenden Videos von mir informiert werdet. Zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.